Ditfurth, 1500 Einwohnerort, die erste Begegnung, ein Radfahrer, der es eilig hat. Guten Tag, ZDF, die Drehscheibe auf Expedition Deutschland. Wolfgang Koch ist auf dem Weg in seinen Garten, will dort nach dem Unwetter der Nacht nach dem Rechten sehen. Würden Sie uns mitnehmen in Ihren Garten? 800 Quadratmeter, habe ich keine Vorstellung, würden wir uns gerne mal angucken. Ja? In Ditfurth sind die Wege kurz, kaum 100 Schritte und schon sind wir da. Gehört jetzt schon zu Ihrem Garten, wäre. Ja. Zwei riesige Flächen voll Obst und Gemüse beackert Wolfgang Koch hier. Sozusagen ein Schrebergarten XXXL und natürlich mehrere Sorten von jeder Art. Blauhilde, die eine Sorte. Bohnen? Das sind Stangenbohnen. Ja. Das ist die Blauhilde, das ist eine alte deutsche Sorte und hinten das sind hier Mombacher. Aha. Alles baut Wolfgang Koch selbst an. Beim Gärtnern macht ihm keiner was vor. Mein Unwissen fällt sofort auf. Zwiebeln, Lauch? Das ist Porree. Porree ist das? Porree, das sind Frühkartoffeln. Ja. Das sind zwei Sorten. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Doch bei den Erdbeeren lerne ich dazu. Immerhin gibt's eine Kostprobe. Die stand in der Luft, mal probieren. Das ist eine Mieze Schindler. Das ist Mieze Schindler, ja. Eine alte deutsche Sorte. Die ist aber gut. Normalerweise habe ich, das andere sind Sänger Sengana, da gibt's aber mehrere Sorten von. Was haben Sie mit den ganzen Erdbeeren gemacht in diesem Jahr? So viel wie möglich frisch essen, in Kuchen, Tortenbelege. Ja. Und mit Schlagsahne. Und Marmelade, ja, auch. Ja, nicht unbedingt in meinem Fall, aber das wird auch gemacht. Und dann natürlich Konfitüre. Ah ja, Marmelade. Machen Marmelade. Sie selbst oder Ihre Frau dann? Ja, ja. Die Gartenarbeit überlässt Wolfgang Koch keinem anderen. Bei Gemüse und Obst ist er selbst Versorger. Supermarktware kommt ihm nicht auf den Tisch. Und wenn man eine Tomate isst oder eine Gurke, die in richtiger Erde gewachsen ist. Wir düngen vorwiegend nur mit Mist, ja, mit Dung, mit Pferdemist und so eine Sachen. Das hat ein ganz anderes Geschmack und Aroma. Ja? Kaufen wir also aus Spanien irgendwas oder aus Marokko, das schmeckt nach nichts, das ist wässrig. Das schmeckt nach Nährlösung, aber nicht nach, das ist nichts, gar nichts, keine Qualität. Zeit für den riesigen Garten hat Wolfgang Koch genug. Seit 1998 ist er arbeitslos. In der DDR hat er den Beruf des Böttchers gelernt, aber als Fassmacher arbeiten konnte er nur kurz, denn die sozialistische Planwirtschaft zwang ihn in die Möbelindustrie. Konnte ich ja nicht beeinflussen, ob ich wollte oder nicht. Das war eine Umgründung, das war VEB-Gründung. Entweder du musstest da mitmachen oder wärst weggegangen. Hast du keine Chance gehabt. Mit der Wiedervereinigung war auch in der Möbelfertigung Schluss. Einen neuen, dauerhaften Job fand Koch auch in den folgenden Jahren nicht mehr. Ja, das ist ja das Problem. Ich hatte ja nur auch keine Fahrerlaubnis, keinen Führerschein und auch kein Auto. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, sonst hätte man ja auch noch mal was gefunden. Warum nicht? Warum haben Sie keinen Führerschein? Das hat mich nie interessiert. Selbst beim Militär sagt, Mensch, hier von Trabi ein bisschen fahren, üben, ja, Training machen. Daran nichts ist, interessiert mich nicht. Trotz geringen Einkommens, Wolfgang Koch ist zufrieden. Wohl auch, weil er und seine Frau bescheiden leben. Also Urlaub oder so, Fernreisen oder mit dem Flugzeug. Erstmal würde ich da sowieso nicht reingehen. Das letzte Mal in Urlaub, das muss schon, das sind schon viele, viele Jahre ist das schon her. Da waren wir auch bis mal im Harz oder mal im Schweriner See. Aber das ist schön. Noch zu DDR-Zeiten. Außerdem sei der große Garten Urlaub Ersatz. Doch auch der kostet Zeit und Kraft. Und seit kurzem sorgt sich der 62-Jährige um seine Gesundheit. Seit dem Frühjahr hat er Blutdruckprobleme und der Arzt hat bei ihm Borreliose festgestellt. Morgens 5, abends 4. Jetzt nehme ich mit dieser Antibiotika, 12 Tabletten jeden Tag. Wolfgang Koch hat Frau und 3 Kinder, sogar Enkel gibt es schon. Die leben jedoch 3-4 Autostunden entfernt und kommen nur wenige Male im Jahr zu Besuch. Dass die so selten da sind, dass sie so selten sehen? Das ärgert mich, ja. Dass du von den Kindern und Enkeln wenig hast. Aber die Jahre, also die Zeit läuft weiter. Und an den Kindern und Enkeln merkst du, wie alt du bist. Dass du immer älter wirst und dass du die Zeit verrennt. Ja, und je älter, habe ich das Gefühl, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit, vergeht die Zeit. Der Garten ist sein Ein und Alles. Vom Saatgut bis zur Gartenpflege, alles macht Wolfgang Koch allein. Giftspritze und Chemiekeule sind hier tabu, selbst gegen Schädlinge. Das sind kleine Fallschirme, wie beim Löwenzahn. Ja. Und
Das ist von Schwarzwurzeln. Sein großes Wissen über Garten und Natur würde Wolfgang Koch gern weitergeben. Doch selbst der eigene Nachwuchs hat daran nur wenig Interesse. Die haben schon Probleme auf den Feldern mit den wichtigsten Fruchtarten. Und im Garten ist das auch ähnlich. Die wichtigsten Sachen muss man auch kennen. Ja? Das, was man isst. Und wo kommt das überhaupt her? Ja, mit dem Mehl zum Beispiel. Oder Zucker. Mhm. Ja? Oder wo die Milch herkommt und so weiter und so eine Sachen. Das Gärtnern aufzugeben, daran denkt Wolfgang Koch noch nicht. Spielt die Gesundheit mit, will er sein grünes Paradies noch viele Jahre pflegen. Und davon, da bin ich sicher, wird er jeden Augenblick genießen.